Gold fällt, aber Silber fällt nicht. Silber stemmt sich dem fallenden Goldpreis entgegen. Und das ist ein gutes Zeichen. Und es gibt einige Analysten, die schon wieder deutlich höhere Kursziele für Silber ausrufen. Ist es jetzt eine große Chance? Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Edelmetallwochen auf dem Zukunftsmärkte-Kanal. Vorletzte Woche mein Video zu Gold, heute ein Video über Silber und zusätzlich gab es letzte Woche ja noch den Zukunftsmärkte-Report, die große Gesamtschau zu Gold, Silber und Platin. Den Beitrag können Sie auch gerne lesen bei den Reports im Archiv. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Und der nächste Report, der ist auch schon in Arbeit. Drei spannende, überdurchschnittlich interessante Silberminenaktien für Sie. Passend zum heutigen Thema. Und das alles kostenlos. Da kann man als Edelmetallfan wirklich nicht mehr meckern. Und der Anmeldelink dafür ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Aber jetzt erstmal zum reinen Video hier zu Silber. Was mich betrifft, ich habe es schon mal gesagt, Silber war mein allererstes Investment. Da habe ich noch das Wort Investment gar nicht gekannt. Ich war noch ein Bub oder ein Heranwachsender und ich habe da so ein Silbermünzen-Sammel-Abo abgeschlossen. Das wollte ich unbedingt haben. Das war für mich auch selbsterklärend, warum das richtig ist und gut ist. Silber ist wertvoll und wird immer irgendwie wertvoll sein. Das weiß man einfach schon als Kind. Am Ende war es bis jetzt keine so gute Investition, würde ich sagen, weil der Preis für die Münzen natürlich deutlich über dem Silberpreis gelegen hat damals. Aber trotzdem, ich freue mich seitdem immer wieder über meine schönen Münzen und ich hätte das Geld ja wahrscheinlich sowieso verballert für Pommes im Schwimmbad oder für Schallplatten oder ja, Schallplatten, so ist es. Wir haben uns damals Schallplatten gekauft. Ist lang her. Und als Haustiere haben wir kleine Mammuts gehabt. Aber wie gesagt, das Geld wäre sowieso weg gewesen wahrscheinlich. Und auf die Art und Weise habe ich aber noch was davon. Und das ist auch eine Erkenntnis. Es kommt nicht nur darauf an, dass man sein Geld möglichst optimal anlegt, sondern auch darauf, dass man Geld weglegt, das man dann auch anlegen kann überhaupt. Viele können das leider gar nicht, weil sie so wenig verdienen. Aber es gibt eben auch viele, die genug verdienen würden, die aber zu wenig weglegen. Und dann machen natürlich auch die ganzen Finanzvideos, die man sich immer so anschaut, nicht mehr ganz so viel Sinn. Und darum hoffe ich auch, dass Sie beim Videoschauen jetzt die Zeit nutzen, um sich nebenbei noch was dazu zu verdienen. So mit Kugelschreiber zusammendrehen oder sowas. Dadurch profitieren Sie von diesem Video doppelt. Aber wie auch immer, also ich habe jedenfalls ein gutes Verhältnis zu Silber. Ich bin bei Silber long seit fast 40 Jahren. Nur was ich jetzt nicht machen will, ich will jetzt nicht das tausendste Video zu Silber machen, wo nur ein hohes Kursziel jetzt genannt wird, in den Raum geworfen wird und dann ein paar Analystenzitate dazu. Das Sentiment für Silber ist natürlich wieder sehr gut. Ich will aber die Argumente von den ganzen Silberbullen jetzt auch mal hinterfragen. Das bin ich Ihnen schuldig, das haben Sie sich auch verdient. Sie sind Zuschauer bei Zukunftsmärkte und ja eventuell sogar schon Abonnent von meinem Kanal. Falls nicht, würde es mich natürlich freuen, falls Sie einer werden sollten jetzt, weil Sie damit natürlich meine Arbeit auch unterstützen würden. Und dabei beim Kanal abonnieren auch immer die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung, wenn neue Videos da sind. Dann müssen Sie die nicht suchen und kriegen das immer sofort auch gleich mit. Dieser Chart hier ist nicht Silber, sondern Gold. Ein Jahr in US-Dollar. Und wir halten da einfach mal fest, dass Gold seit Anfang August fällt. Warum das so ist, siehe mein Video von vorletzter Woche.
Und das Interessante ist, Silber fällt nicht. Wir haben zwar auch da einen Höchststand gehabt Anfang August und anschließend auch eine Korrektur. Silber hat sich dann aber wieder gefangen und hat damit im Gegensatz zu Gold eingeschwenkt in eine Seitwärtsbewegung, in der es jetzt sogar wieder leicht nach oben geht. Und es gibt viele Analysten, die sagen, diese relative Stärke zu Gold, das ist der Startschuss für was Größeres. Da ist jetzt eine Rallye möglich. Viel zitiert ist da zum Beispiel John Dean, der war mal bei JP Morgan. Der sagt, Silber wird dieses Jahr steigen auf 40 bis 50 Dollar, was schon ein starker Anstieg wäre, weil momentan sind wir nur bei ungefähr 26 Dollar. Und es sei aber auch nicht unwahrscheinlich, dass es sogar auf über 60 Dollar steigt. Das wäre dann ein neues Rekordhoch und 60 Dollar wäre von hier aus ein Anstieg um ungefähr 130%. Argumentiert wird, dass der Markt eng ist, dass der Dollar fallen könnte und dass es außerdem eine steigende Nachfrage nach Silber geben wird durch Elektroautos und die Solarzellenproduktion. Ein anderer Silberbulle ist Jeff Curry, der Rohstoffchef von Goldman Sachs, der auch sagt, Silber ist zurzeit die turbogeladene Version von Gold. Und auch bei ihm ist das Argument, dass Silber gebraucht wird für Solarzellen. Ein Sektor, der natürlich stark wächst, der in Zukunft vielleicht noch stärker wachsen wird. Was er aber auch gesagt hat, ist, dass Silber gerade ein Populistenmetall ist oder ein populistisches Metall, wo natürlich auch ein bisschen mitschwingt dann, dass die Silber-Euphorie auch so eine Art Spinnerei von uns Kleinanlegern sein könnte, was das Ganze auch wieder ein bisschen relativiert natürlich. Das spielt auch an auf diese Wall Street Bets natürlich, die barbarischen Horden von Kleinanlegern, die sich zusammenrotten im Internet und die schönen Short-Positionen von den Hedgefonds angreifen. Ich halte das Thema ein bisschen für überschätzt, gerade bei Silber, weil der Kursanstieg dadurch, der war ja nicht nachhaltig erstens. Und zweitens ist es ja auch nicht so, dass wir da jetzt bei Silber die riesen Short-Positionen im Markt hätten. Und viele von den Short-Positionen, die es da gibt, die sind ja außerdem von Silberproduzenten, die sich absichern gegen Kursschwankungen oder auch von Banken, die Silber physisch halten. Also in beiden Fällen dann eben auch gedeckte Positionen. Aber wie schaut es mit den anderen Argumenten aus? Steigende Nachfrage zum Beispiel. Eins ist ja schon mal klar, Silber ist vor allem im Vergleich zu Gold auch ein Industriemetall. So 50 bis 60 Prozent der Nachfrage kommen aus der Industrie. Und das erklärt ja auch schon einiges. Die Konjunktur soll sich jetzt ja erholen, Rohstoffe und Industriemetalle sind schon stark gestiegen, Gold ist nicht gestiegen und Silber so als Zwitterwesen, sowohl Edelmetall eben als auch Industriemetall, das liegt irgendwie dazwischen und bewegt sich darum seitwärts. Das wäre ja schon mal plausibel. Wie sieht's mit dem Solarboom aus, dem vielbeschworenen? Ich glaube auch, der Solarsektor wächst weiter wahrscheinlich. Solarenergie wird immer konkurrenzfähiger. Und wenn es den Regierungen irgendwie ernst ist mit den Klimazielen, wirklich, die da überall verkündet werden momentan, dann muss man die Solarenergie speziell auch weiter ausbauen, gerade in den sonnigen Ländern. Und das sollte eigentlich heißen, dann steigt auch die Nachfrage nach Silber deutlich. Aber wie war das denn bisher? Hier eine Grafik von einer von diesen einschlägigen Edelmetallseiten. Ob das da mit den Verhältnissen in Relationen so exakt richtig ist, sei alles mal dahingestellt. Aber egal, es gab einen Solarboom zwischen 2010 und 2020. Die Kapazitäten sind massiv ausgebaut worden in der Zeit. Nur, wie hat sich das denn ausgewirkt auf Silber? Ich würde sagen, nicht im geringsten. Wir haben hier den Silberpreis seit 2010. Wir haben einen starken Anstieg gehabt nach der Finanzkrise, ähnlich wie bei Gold. 2011 ist er aber schon wieder in sich zusammengefallen. Der Solarboom hat Silber ein Jahrzehnt lang in keinster Weise unterstützt. Silber ist durchgehend gefallen und erst seit der Corona-Krise hat sich's wiederholt. Ganz einfach darum, weil die Nachfrage aus dem Solarsektor auch nicht so hoch ist, wie die ganzen Silberbullen immer meinen. Hier haben wir eine Grafik von Standard & Poor's.
Blau ist die Industrienachfrage nach Silber, Orange ist sonstiges, Hellblau unten, das ist die Nachfrage aus dem Solarsektor. Die ist erst zwar schon gestiegen, aber so ab 2016 pendelt sich ein, bleibt dann immer nur so bei 10% von der Gesamtnachfrage. Das hat also stagniert die letzten Jahre, weil Silber teuer ist. Darum haben die Hersteller versucht, den Silberanteil zu drücken in den Solarzellen und das ist ihnen auch ganz gut gelungen. Und damit muss ich sagen, der Solarboom, das ist für mich kein Grund, dass Silber jetzt durch die Decke geht. Und das Gleiche gilt auch mit der Konjunktur allgemein, würde ich sagen. Die Zeit nach der Finanzkrise, die wir hier ja auch haben, also in der hat sich das Wachstum ja deutlich erholt. Wir haben billiges Geld gehabt, wir haben einen Immobilienboom gehabt, fast weltweit. Wir haben riesige Infrastrukturinvestitionen gehabt in China. Wir haben in den USA das große Konjunkturprogramm gehabt am Schluss von Donald Trump. Der Silberpreis hat davon nicht profitiert. Wie wir hier sehen, die konkrete Nachfrage aus der Industrie ist nicht wirklich gestiegen. Die ist mehr oder weniger ein Jahrzehnt lang gleich geblieben, am Schluss dann leicht gefallen. Und da stellt sich schon die berechtigte Frage, warum soll es diesmal anders sein? Abgesehen vielleicht von Elektroautos möglicherweise, also die sind ja auch im Kommen und die brauchen wohl deutlich mehr Silber als normale Autos. Das könnte eine Perspektive noch sein für die Nachfrage. Aber ansonsten bin ich schon der Meinung, dass diese absolute Silber-Euphorie, die wir teilweise haben, von der fundamentalen Seite her nicht so richtig gut begründet werden kann. Auf jeden Fall nicht so gut, wie das viele glauben. Haben wir dann wenigstens ein Defizit im Markt oder sowas, dass Silber jetzt wenigstens knapp wird demnächst oder so? Das hört man ja auch immer wieder. Die Minenproduktion geht seit einigen Jahren tatsächlich zurück. Sie geht aber nicht so stark zurück, dass es wirklich ein Problem wäre, weil die Nachfrage ja auch rückläufig ist, wie wir gesehen haben. Und wenn wir jetzt die Prognosen vom Silver Institute nehmen, dann erholt sich die Nachfrage der Industrie dieses Jahr um 9%. Aber die Minenproduktion kommt natürlich auch wieder zurück, sodass wir auch 2021 wieder einen leichten Angebotsüberschuss haben werden. Und damit einen Überschuss das sechste Jahr in Folge. Und laut Global Data, da soll die Minenproduktion in den nächsten Jahren sogar wieder steigen, so um 3% pro Jahr bis 2024. Das heißt nicht, dass die Nachfrage jetzt vielleicht nicht noch stärker steigt, aber mit Prognosen, dass es jetzt demnächst eine große Knappheit gibt, da wäre ich doch ein bisschen vorsichtig. Und das heißt, Angebot und Nachfrage, die sind zwar wichtig, aber für die Preisentwicklung kurzfristig ist es nicht entscheidend. Das Entscheidende bleibt nach wie vor die Investmentnachfrage, vor allem die von den großen ETFs. Die bleiben das Zünglein an der Waage, die machen den Preis, sie sind auch relativ volatil. Und da Silber ein relativ enger Markt ist, können dadurch schon Kursausschläge nennenswerte kommen. Von der fundamentalen Seite sehe ich Silber neutral momentan. Ich glaube auch nicht, dass es sich einer Goldkorrektur, wenn die sich jetzt wirklich noch lang fortsetzt, dass es sich der auf Dauer entziehen kann. Umgekehrt, wenn Gold sich stabilisiert, dann wäre das für Silber natürlich nicht schlecht, ist auch klar. Das Sentiment für Silber, das ist aber wirklich okay. Das muss man eben auch sagen. Und wie gesagt, da der Markt relativ eng ist, kann eine Aufwertung kommen. Die könnte sogar relativ zügig und schnell verlaufen. Was man aber trotzdem nicht machen sollte, dabei bleibe ich nach wie vor, wenn Sie das Ganze langfristig sehen, dann sollten Sie jetzt nicht Ihr Gold eintauschen in Silber, nur weil Silber momentan besser dasteht, weil Silber die Krisenschutzeigenschaft, die Gold hat, meiner Meinung nach nicht so hat, zumindest nicht in dem Umfang. Okay, ich hoffe, das enttäuscht Sie jetzt nicht. Viele von Ihnen sind wahrscheinlich Silberfans. Aber es ist eben meine Meinung. Im Sommer habe ich Silber relativ positiv gesehen, letzten Sommer. Das war auch nicht ganz verkehrt. Jetzt sehe ich es eben ein bisschen weniger positiv.
Aber wie gesagt, trotzdem habe ich drei spannende Silberminenaktien für Sie im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Wenn Sie der Meinung sind, bei Silber geht jetzt noch was, dann können Sie das mit diesen Aktien auch umsetzen. Das sind Minenunternehmen, die nicht so bekannt sind, die jetzt auch wirklich günstig bewertet sind und mit denen Sie auf den Silberpreis dann eben auch entsprechenden Hebel hätten. Das Ganze kriegen Sie auf www.zukunfts-märkte.de. Vielleicht sagen Sie jetzt aber auch was ganz was anderes. Und Sie sagen, ja, das, was der da redet, das deckt sich überhaupt nicht mit dem, was ich selbst erlebt habe in letzter Zeit, als ich Barren kaufen wollte oder Münzen und kaum was gekriegt habe. Und da muss man eben sagen, so Dinge wie Lieferketten, Vorräte und so weiter, das ist einfach was anderes. Vergleichen Sie es mit Impfstoffen. Also nur weil Sie nicht geimpft werden jetzt, heißt es ja nicht, dass grundsätzlich auf der Welt kein Impfstoff da ist. Den kriegt nur gerade jemand anderer. Bei mir hier auf dem Kanal geht es in der Regel rein um den Marktpreis von Edelmetallen und um Edelmetallaktien auch hin und wieder. Aber wenn Sie jetzt sagen, mich interessiert auch zum Beispiel, wie ist das alles beim physischen Kauf und mit den Steuern und wo verwahre ich Edelmetalle dann und wie soll ich die kaufen als Barren oder Münzen oder Kügelchen oder Zäpfchen oder was auch immer. Auch da gibt es einen Experten, nämlich meinen lieben Kollegen Sebastian Hell mit seinem Kanal Hell investiert. Der Sebastian hat genau zu solchen Themen schon sehr viel gemacht und er ist ein langjähriger Edelmetall-Fan und Edelmetall-Fachmann und kauft da auch schon seit Jahren alles zusammen, was er nur irgendwie in die Finger kriegt. So ist er eben. Schauen Sie auch bei ihm mal rein. Ansonsten, wir sehen uns wieder nächste Woche, wenn Sie das wollen. Bis dahin alles Gute Ihnen und herzlichen Dank fürs Zuschauen.